Olé, olé! Wir haben denn da den Joel von Wutzenbecher aus Basel. Richtig. Wir haben Basler Besuch in Ziri. Muss man sich anschnallen? Man muss sich anschnallen, ja. Bist du gut angekommen? Sensationell. Ich bin jetzt mit meinem Auto von Basel auf Zürich gefahren, damit ich dann in deinem Auto noch ein bisschen rumfahren. Also das ist nicht mein Auto, das ist der Amaguto G. Und natürlich, zwar ein Audi Q7 e-tron, ja. Ein sanfter. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Es ist wie ein Schiff. Und ehrlich. Wir machen mit dir in dem wunderschönen Zürich, mit dem leider heute nicht blauen Himmel, wir haben irgendwie ein Grau, ein kleines Fährtchen durch Zürich. Ja. Dann dich noch wieder einmal abholen. Und da hast du noch etwas zum Trinken, wir haben einen Lattesso. Herrlich. Dann schütteln wir es erst schön, schütteln, wie absolut, es jetzt absolut. Und erwähnen, auch ganz wichtig. Erwähnen, Lattesso. Genau, ja. Genau. Du bist ein Profi. Und da hast du da so ein Läschchen. Aha, das kann man erstellen. Ja, genau. Und da hast du, wie sagen wir dem auf Basel, da drin, ein Guzli. Wie heißt das auf Basel? Ein Guzli. Ein Guzli. Nein, nicht, ich habe keins, weil ich natürlich 100% Natural. Genau, du hast keins. Energy to go, Triple Espresso. Nein, ich brauche kein Guzli, danke. Okay. Also, Prost, nicht was komisch, gell? Cheers, Joel, ja, hoi, sehr cheers. Gerne. Aber Joel von Mutzenbecher, das ist der erste Mal, dass ich einen Fond bei mir im Auto habe. Bist du eigentlich, hast du einen adligen Hintergrund? Es ist altdeutscher Adel, es ist aber komplett verarmt. Also, wir haben nichts mehr. Das Schloss. Kein Geld, nichts mehr. Das Schloss steht irgendwann in Polen zerbombt. Und, ist das ein polnischer Name? Nein, aber weißt, komischerweise ist irgendwann Mitte 20. Jahrhundert sind die Grenzen neu gezogen geworden. Man weiß nicht genau warum. Aha. Aber und darum ist das dann, was mal Deutschland gesehen ist, ist dann Polen geworden. Weil mal wer, einfach erklärt. Eben, weil wer das nicht weiss, der Joel von Mutzenbecher ist der Sohn vom Schweiz bekannten SRF-Moderator. Wie heisst er? Willst du es selber sagen? Kannst du gerne sagen. Komm, sag, wie heisst er? Du weißt es gerade nicht mehr, gell? Doch, ich weiss es. Ich weiss es. Wie heisst er? Wie heisst er? Komm, sag jetzt mal. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Ich weiss es. Wie heisst er? Wie heisst er? Wie heisst er? Wie heisst er jetzt nochmal? Heinz heisst er. Heinz Margot, genau. Heinz Margot, das ist der Mann, der immer sagt, da in Basel sind wir jetzt an der Fasnacht, es gibt Räppli, es gibt Wackis macht und alles. Nicht mehr. Jetzt macht es nicht mehr. Nein, jetzt macht es ja Deva Niedecker. Ah, Deva Niedecker, meine Kollegin. Wo ja mit dir sogar Piccolo gespielt hat. Deva Niedecker hat bei mir gepfiffen. Ich habe jetzt noch einen Ohrenschaden. Warte schnell. Hast du das jetzt gehört? Ich muss noch ein bisschen üben. Das ist aber grausam laut. Ich habe jetzt noch die Tuss, die hat im Fall pfiffen wie gestört. Und ich habe gesagt, es wäre so geil gewesen, wenn der Joel von Mutzenbecher auch dabei gewesen wäre. Dann hättest du trommeln können. Ja, das kann ich aber nicht. Wenn wir gerade in der Fasnacht sind, bist du ein Fasnachtler? So wie die Eva. Sie hat dir das erzählt, aber du hast das natürlich. Doch, etwas mit dem Schießzügli. Richtig, Schießtrackzügli. Schießtrackzügli. Ja. Siehst du, ich habe zugelost. Eva, Niedecker, ich habe zugelost. Schießtrackzügli. Wir machen das. Also, es sind natürlich noch ganz viele andere Menschen dabei. Und das ist aber noch schön, weil es ist freie Fasnacht sozusagen. Aber was heisst das? Also, ihr seid am Zapfenstreich bzw. am Morgenstreich nicht dabei? Am Morgenstreich doch, sind wir auch dabei. Das mal auch. Aber man kann freiwillig kommen. Weißt, es ist nicht nach Comedy-Regeln, wo du genau. Tust du trümmeln? Ich kann eben nichts, ich bin Vortrab. Das heisst, ich mit einem Fähnchen? Mit einem Tafel? Nicht einmal, ich darf die Leute aus dem Weg schieben. Ah, du bist quasi einfach Vorläufer, prominent und alle kennen dich und du verteilst im Zeit auch ein Autogramm. Nein, ich habe ja Larven an, das weiss niemand, was das ist. Eine Larve? Ja. Also eine Maske? Nein, eine Larve. Eine Larve? Ja, gut, die Basler. Und wieso, was für eine Larve hast du an? Das ist eben ein bisschen fraglich, das, ja, weil. Du glaubst es nicht. Die Drei Könige kennst du ja sehr gut. Ja, logisch. Hotel. Le Trois-Rois. Und dort in dem Saal, wo du immer deine grossen Feste geschmissen hast. Wo Release-Partys. Genau. Im Belle Epoque-Saal machen sie während der Fasnacht eine schöne Fasnachtsstube sozusagen. Eine Stube? Ja, es ist natürlich riesig. Es ist Stube. Und Live-Musik und alles. Es ist wirklich ganz toll. Das Drei Wackis heisst es dann. Okay. Und dann bin ich dort mit einem guten Freund von mir, sind wir am Festen gesehen. Vielleicht ein, zwei Stunden oder so. Und als ich rausgekommen bin, ist meine Larve gestohlen worden. Also schon gestohlen gesehen. Wieso denn das? Ja, weil das anscheinend Menschen heutzutage machen. Also es werden sogar Larven geklaut? Es ist wirklich sehr deprimierend gesehen. Mhm. Aber du, Joel, was bist du eigentlich? Bist du eigentlich... Der Joel Mutzenbecher ist einer der bekanntesten, beliebtesten Comedien der Schweiz. Ein bisschen zu vergleichen mit einem Zuccolini, darf man das sagen? Das ehrt mich sehr. Claudio Zuccolini. Ich weiß nicht, wie sehr es der Zucco ehrt. Das ja, Zucco ist Büttner, du bist Basler, also ja. Von dem her sind naja, wir eigentlich. Der Zucco ist, so ist so der erste Mensch, der in der Schweiz Stand-up-Comedy gemacht hat. Genau. Und macht das auch sensationell. Er ist für mich so der Seinfeld von der Schweiz. Mhm. Weil er hat so perfekte Alltagsbeobachtungen und.
und Geschichten, wo jeder Mensch sich irgendwie wieder drin erkennt. Dieses neue Programm, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ich muss unbedingt das loswerden. Wieso heisst das neue Programm Halbidiot? Das ist, Weil Idiot ist ja eigentlich noch sympathisch. Ja. Aber wieso Halbidiot? Hast du dich nicht getraut, das Programm Idiot zu nennen? Nein, sondern die Geschichte ist eigentlich, das ist jetzt das dritte. Vorher war es ja ein Wienerli-Prominenz, gell? Wienerli-Promi. Und das davor multitalentfrei. Und jetzt der Halbidiot. Genau. Und die Geschichte dahinter ist, dass ich immer probiere, so etwas wie eine Wortkreation zu machen. Mhm. Und das sollte eigentlich immer ein Wort sein. Ich weiss, das ist das Nächste. Wie heißt das Nächste? Das kann ich noch nicht sagen. Das geht noch zwei Jahre. Aber, ein Bratwürstli. Nein. Aber die Idee ist halt wirklich immer, dass es ein Wort ist und dass es eine Kreation ist, eine Wortschöpfung, die in irgendeiner Art und Weise noch etwas mit mir zu tun hat. Oder? Du, was ist eigentlich mit Schauspielerei? Das mache ich momentan gar nicht. Wieso? Kommt da keine Anfrage? Jetzt zum Beispiel jetzt beim Beat Schlatter hat er jetzt momentan einen Film, der Flitzer. Ja. Hat er dich zum Beispiel nicht angefragt? Nein, das hat er ja den Bendrit genommen, wo das, genau. Wo das sensationell gemacht hat. Nein, es kommen vereinzelt Anfragen, aber es nicht wirklich viel. Und das hat auch damit zu tun, dass ich eben hauptsächlich als Komiker unterwegs bin. Aber du bezeichnest dich als Komiker? Ja, hundertprozentig. Und das ist ja das, was... Aber dann sag mal etwas Lustiges. Was ist der Unterschied zwischen einem Eichhörnchen und einem Gummischlauch? Achtung, was ist es? Sie sind beide aus Gummi. Außer das Eichhörnchen natürlich. Yes. Los, wenn ich mal einen Gag schreiben brauche, dann... Aber du schreibst deine Gags alle selber, gell? Richtig, ja. Also du machst das ganz alleine. Mhm. Und was willst du eigentlich mal werden, wenn du ein Komiker bist? Ich sage immer mehr in 5 Minuten. Hä? Ich will immer mehr in 5 Minuten werden. Aber was willst du mal werden? Willst du Familienvater werden oder willst du ein eigenes Casino haben oder ein eigenes Theater in Basel? Ich wollte eigentlich das, was ich jetzt mache, machen. Weiterhin. Ich finde das sensationell. Aber du kannst von dem leben? Ja, ja. Du kannst von dem gut leben. Ich muss. Eben mit dem verarmten Adelshintergrund. Genau. Sonst du, wir sind bereits schon wieder da, in dem wunderschönen Seefeld. Schön. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spass gemacht. Ich habe das Gefühl, jetzt fährt ins Gespräch. Ja, es fährt ins Gespräch. Aber du weißt ja, ich sage das immer wieder, in der Kürze liegt die Würze, auch bei Basler. Und absolut. Dann wird es geschaut, oder? Sehr Joel, schön. Alles Gute. Eugen, es war ein Vergnügen. Es kannst deinen Fans noch sagen, hallo, ich bin der Joel. Wie sagen wir das auf Basel? Hallo, ich bin der Joel. Nicht mehr? Nein, hallo, ich bin der Joel. Und kannst du mal meinen besten Freund Adi grüßen? Hast du einen riesen Fan? Adi, Grüß vom Eugen und vom Joel. Okay, Promethe Pride, das war mit dem Joel von Mutzenbecher. Ciao miteinander, danke vielmals.